Hallo, liebe Teilnehmer der Fridays for Future Demonstrationen. Am letzten Mal seid ihr angeblich 1,4 Millionen Menschen gewesen, die der Aufforderung und Bitte von Fridays for Future und Greta Thunberg gefolgt seid und in Deutschland auf die Straßen gegangen seid, eure Arbeit verlassen habt, die Schule verlassen habt, um etwas Gutes zu erreichen. Und ich glaube, ihr 1,4 Millionen meint es gut, aber ich fürchte, es gibt bei Fridays for Future Saboteure in den Reihen, die, egal warum auch immer, blockieren, dass ihr an euer Ziel kommt. Ich selbst habe 50 Fridays for Future Teilnehmer und Parents for Future und Grandparents for Future interviewt, die alle mehr oder weniger auch ein bisschen geschockt waren, dass ihnen die Fridays for Future Leitung gar nichts gesagt hat, dass es längst ein Angebot für die Lösung des Klimaproblems in Deutschland gibt. Dass es längst ein Angebot gibt eines 900 Milliarden Euro 7-Jahres-Planes. Und der würde ausreichen, um euch den Kohlestopp 26 zu finanzieren, 2026 statt 2038, wie es die Regierung vorschlägt. Also Kohlestopp, hopp, hopp, hopp. Merkel, lass die Profis ran. Oder Kohlestopp, hopp, hopp, hopp. Könnte also 2026 erfüllt sein. Der Rest der Gelder, den könnte man zum Beispiel dafür verwenden, zum Beispiel den Großteil Deutschlands mit Sonnenkollektoren zu bedachen und so weiter und diese Sonnenenergie dann in Gas umzuwandeln und das dann zwischenzuspeichern für die berühmten Dunkelflauten und so weiter. Also eigentlich könnte das Klimaproblem schon gelöst sein oder schon in Lösung befindlich sein. Aber ich fürchte, dass es Saboteure gibt bei Fridays for Future, die euch das verschweigen und die das auch irgendwie verhindern wollen und so weiter, dass nämlich die Scientists for Future 2 euch dieses Angebot gemacht haben. Und ich will jetzt als Wissenschaftler natürlich, ich bin ja hier nur ehrenamtlicher Helfer der Scientists for Future 2, als Wissenschaftler will ich natürlich ganz klar sagen, ich teile nicht die ganzen Verschwörungstheorien, dass das Ganze sozusagen etwas Böses sei und so weiter, sondern mit Saboteuren meine ich, es kann ja auch sein, dass einfach nur irgendjemand was in den falschen Hals bekommen hat. Dass einfach irgendjemand aufgrund seines Bildungsmangels, wir müssen uns klar sein, Schüler sind erstmal Menschen mit einem eklatanten Mangel an Allgemeinbildung. Und Schüler und junge Studenten, Students for Future, Fridays for Future, das sind erst einmal junge Leute mit einem riesigen Mangel an wissenschaftlicher Erfahrung und wissenschaftlicher Lebenserfahrung. Ja? Und dass solche Menschen etwas falsch verstehen können und dass sie nicht erkennen können, dass die Scientists for Future sozusagen einen sanften und behutsamen System Change weg vom Kapitalismus angeboten haben, die Beendigung des Kapitalismus angeboten haben. Also die jungen Leute skandieren ja auch Antikapitalista und sie skandieren System Change, not Climate Change. Manche gehen allerdings auch so weit, dass sie skandieren One Solution, Revolution. Da sind die Scientists for Future 2 wieder vorsichtig, weil sie der Meinung sind, dass gewaltsame Revolutionen eher zu Diktaturen führen, als zu einem echten Urkommunismus oder Ursozialismus, demokratischen Urkommunismus und Ursozialismus. Aber dass der Kapitalismus beendet werden muss, ist Tatsache und ist von den Scientists for Future 2 ja ganz klar kommuniziert worden. Ja, also das bedeutet also, 900 Milliarden fürs Klima könnten schon seit Monaten
angearbeitet werden. Vielleicht hätten wir jetzt schon die ersten 5 Kohle, 4, 3, 4 Kohlekraftwerke stilllegen können, wenn es nicht Saboteure in den Reihen von Fridays for Future gäbe. Und wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass das aus Mangel an Allgemeinbildung, aus vielleicht was in den falschen Hals bekommen haben, Missverständnis, irgendwie nicht den richtigen Draht dazu gekriegt oder sonst was gehört. Aber wenn ihr 1,4 Millionen Menschen, die ihr jetzt vielleicht am 29.11. auch wieder auf die Straße geht, wenn ihr das tut, ihr erwartet doch auch, so wie die ganzen, die ich interviewt habe, ihr erwartet doch auch ein seriöses Umgehen der Orga-Teams von Fridays for Future mit eurem Anliegen. Dass man euch nicht einfach sinnlos auf die Straße führt, sondern dass man euch auch mitteilt, auf der Straße mitteilt. Ja, da gibt es ein Angebot von den Scientists for Future 2, den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan, Kohlestopp 2026 statt 2038 und so weiter. Und damit das einzige nennenswerte Angebot, was wir weltweit überhaupt haben, und das haben wir hier in Deutschland, und darüber sollten wir in jeder Talkshow und in jeder Diskussion weltweit diskutieren, ob das der richtige Ansatz für uns ist. Alles das nicht zu tun, ist Sabotage an euch 1,4 Millionen, die ihr im guten Glauben dahin geht, dass es bei Fridays for Future wirklich darum ginge, euch schnellstmöglich zu einem Klimaschutz zu verhelfen und zu einer Vorreiterrolle Deutschlands im Bereich Klimaschutz zu verhelfen. Und genau das haben die Scientists for Future euch angeboten und sagen, sie können das und sie können das machen. Aber nicht alleine, sondern es geht nur in Kooperation mit Fridays for Future. Denn nur Greta Thunberg, Luisa Neubauer und Co. verfügen über die Macht, in den Großmedien aufzutreten und Leute dorthin mitzunehmen. Greta Thunberg und Luisa Neubauer und all die anderen Promis von Fridays for Future haben in die Großmedien mitgenommen einzelne Professoren von Scientists for Future 1. Sie haben andere Personen mitgenommen in den Fokus der großmedialen Aufmerksamkeit. Warum sollen sie nicht die Scientists for Future 2 mit in die Großmedien geben, wo sie doch die allerersten sind, die überhaupt die allereinzigen sind, die 900 Milliarden fürs Klima angeboten haben und Kohlestopp 2026. Warum immer nur die Leute mitnehmen in den Fokus der Großmedien, die nicht so etwas anbieten können, sondern die keine realistischen Planungen dafür haben? Also, ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass ich das nicht teile, was, wenn ihr euch YouTube anschaut, habt ihr ja mitgekriegt, dass da behauptet wird, ja, bei Greta Thunberg und bei, ich sag jetzt nur mal die schlimmste Variante, und bei Fridays for Future, da stecken ganz dunkle, dunkle Mächte dahinter, die euch 1,4 Millionen Streikenden missbrauchen von vorne bis hinten für schmutzige Geschäfte. Greta hat schon 1 Million auf dem Konto und ihr seid nur die dummen Mitläufer, die missbraucht werden, um da ganz schmutzige Geschäfte für irgendwelche dunklen Milliardäre und so weiter zu gestalten, und dass es alles nur darum ging, euch Bürger zu missbrauchen sozusagen als demonstrierendes Volk, Stimmvolk sozusagen, als Mitläufer, die missbraucht werden dafür, für eine schlechte Sache und eine Schädigung der Bevölkerung durch sinnlose Steuererhöhungen zu bewirken. Also das wäre jetzt so die schlimmste Verschwörungstheorie, wenn man mal alles zusammenfasst, was da im Internet grassiert. Das will ich alles gar nicht glauben. Ich will hoffen, dass nichts davon wahr ist, von dieser dunklen, bösen Verschwörung, die euch 1,4 Millionen Demonstranten systematisch missbraucht. Aber was ich beeiden kann, ist, dass es Saboteure bei Fridays for Future gibt, die euch, die bisher die 900 Milliarden fürs Klima wegsabotiert haben und die euch den Kohlestopp 2026 wegsabotiert haben. Ich denke und hoffe, dass diese Menschen, diese Saboteure das getan haben, aus gutem Willen heraus. Dass sie
irgendwie in ihrem eklatanten Mangel an Allgemeinbildung und ihrem eklatanten Mangel an wissenschaftlicher Erfahrung, dass sie einfach gar nicht wissen, was Spitzenwissenschaft ist und was Durchschnittswissenschaftler sind, was mittelmäßige Wissenschaftler sind, was inkompetente Wissenschaftler sind, dass sie gar nicht unterscheiden können zwischen den besten Wissenschaftlern der Erde und den unfähigsten Wissenschaftlern der Erde. Ich will mal unterstellen, dass es wirklich nur Unwissenheit und Inkompetenz ist, die diese jungen Leute zu Saboteuren gemacht hat. Aber Fakt ist, dass euch, wenn ihr jetzt am 29.11. wieder auf die Straße geht, wahrscheinlich wieder diese Saboteure das Angebot vorenthalten und euch die Möglichkeit vorenthalten, dass es keine Reden darüber geben wird, dass doch die Scientists for Future 2 900 Milliarden 7 Jahre Plan fürs Klima angeboten haben und dass sie angeboten, Kohlestopp 26 schaffen zu können. Das wird euch vorenthalten werden, aktiv vorenthalten werden von den Saboteuren bei Fridays for Future. Und ich vermute auch, dass die Saboteure auch Greta Thunberg noch nicht einmal darüber informiert haben, obwohl es ja eine Weltsensation ist, dass es ein erstes riesiges Angebot gibt, dass Kohlestopp 2026 in Deutschland kommen könnte, dass Deutschland quasi der Signal- und Startschussgeber für die gesamte weltweite Klimaschutzveränderung der Staaten sozusagen sein könnte, dass Deutschland der Staat sein könnte, der in allem den Vorreiter macht, in der Beendigung des Kapitalismus, in der sinnvollen Durchführung von Kohlestopp 26 mit Arbeitsplatzbeschaffung für alle Mitarbeiter, die dann ihren Job verlieren in der Kohleindustrie und so weiter. Also, ich fasse nochmal zusammen. Ich hoffe eindringlich, dass all diese Verschwörungstheorien des Internets alle falsch sind. Dass die Saboteure, die bis jetzt die 900 Milliarden fürs Klima und den Kohlestopp 2026 intern bei Fridays for Future und Students for Future sabotiert haben, dass die keine bösen Absichten haben, dass die es gut meinen, aber im Irrtum sind einfach nur. Dass die einfach nur einen riesigen Mangel an Allgemeinbildung haben und einen riesigen Mangel an wissenschaftlicher Erfahrung und wissenschaftlicher Lebenserfahrung haben und deswegen die Sachlage falsch einschätzen. Diese Saboteure kann ich jetzt nur noch mal auffordern. Hört auf, weiterhin zu sabotieren und gebt in demokratischer Weise allen 1,4 Millionen Mitstreikern jetzt am 29.11. die Möglichkeit, dass sich jeder von den 1,4 Millionen Mithelfern, die ihr ja regelrecht auffordert, euch zu helfen und für die ihr auch eine moralische Verantwortung tragt, dass auch alles demokratisch zugehen muss, gebt ihnen die Chance, dass die sich selber ein Bild machen können, weil die vielleicht eine bessere Allgemeinbildung als ihr haben, vielleicht eine bessere wissenschaftliche Vorbildung und erkennen können, dass das Angebot der Scientists for Future 2 für uns alle ein Segen ist, sonst nichts. Ich kann auch beeiden als Mensch, ich kenne die Professoren teilweise persönlich und so weiter, ich kann beeiden, hier ist die Sache, für die ich meine Hand ins Feuer legen kann, dass es hier nur um das Gute geht. Es geht hier darum, uns alle glücklicher und gesünder zu machen und mehr nicht. Hier, die Scientists for Future 2, die sammeln keine Spenden. Ich war vorhin bei Fridays for Future. Geht mal auf die Homepage, liebe 1,4 Millionen Streikenden, die ihr dazugehört. Dort, das Erste, was euch entgegenflackert, ist, bitte spendet, überall immer nur bitte spendet. Also ich will wirklich hoffen, dass es nicht darum geht, euch alle nur abzuzocken. Ja, also ich will all diese Verschwörungstheorien nicht glauben, dass es nur darum geht, euch spendenmäßig abzuzocken, weswegen es keinen Kohlestopp 26 geben darf, weil dann natürlich man euch nicht mehr abzocken kann. Ja, wenn man die Klimaziele erreicht hat, kann man euch ja nicht mehr abzocken. Ja, ich will davon ausgehen, dass all diese Verschwörungstheorien, die ja alle auch im Internet genannt werden, dass die alle nicht stimmen und dass die Spendenaufrufe bei Fridays for Future wirklich nichts Negatives bedeuten. Ja? Aber liebe 1,4 Millionen Menschen, lasst euch nicht mehr gefallen,
wenn ihr am Freitag, am 29.11. jetzt wieder auf die Straße geht, lasst euch nicht gefallen, dass man euch das 900 Milliarden Euro Angebot und den Kohlestopps 2026 systematisch verschweigt, nur weil irgendwelche ein paar verwirrte Saboteure innerhalb von Fridays for Future quasi die Zielerreichung der Bewegung bisher blockieren. Liebe 1,4 Millionen Streikende, geht hin zu den Orga-Teams eurer Städte und sagt, ich will darüber sprechen, gebt mir bitte eine Minute das Mikrofon und will erwähnen, dass die Scientists for Future 2 ein 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan-Angebot gemacht haben und den Kohlestopp 2026 angeboten haben und dass wir darüber alle weltweit diskutieren müssen, ob das gut, ein gutes Angebot ist oder ein schlechtes Angebot ist. Das ist Demokratie. Das ist echte Demokratie. Alles andere ist Sabotieren eurer Ziele. Lasst euch, liebe 1,4 Millionen Teilnehmer, vielleicht die vielleicht am Freitag wieder 1,4 Millionen sind oder auch vielleicht 1,9 Millionen oder vielleicht nur 1,0 Millionen, was dann bedeuten würde, dass die ganze Bewegung schon wieder auf dem absteigenden Ast ist, wie damals 1968, ja? Aber lasst euch nicht von diesen verwirrten Saboteuren innerhalb von Fridays for Future, denen wir wirklich keine bösen Absichten unterstellen dürfen, sondern die wirklich wahrscheinlich nur verwirrte Saboteure sind. Lasst von euch von denen nicht das Erreichen eurer Klimaziele weiterhin wegsabotieren. Geht hin, bittet um das Mikrofon und äußert euch bei den Demos. Denn sonst wird am Ende die gesamte Fridays for Future Bewegung und Greta Thunberg am Ende mit leeren Händen dastehen. Es wird genauso enttäuschend sein, wie für uns die 1968er Bewegung war. Am Ende war außer Blödsinn nichts gewesen. Wir haben nichts erreicht. Wir haben nie was erreicht mit all diesen Streiks. Jetzt können wir zum ersten Mal etwas erreichen, weil die Scientists for Future 2 ein fertiges Konzept zur Beendigung des Kapitalismus vorgelegt haben und einen sanften, behutsamen Ausstieg aus dem Kapitalismus möglich machen, der uns zuverlässig nicht bei DDR und Sowjetunion und China und Korea, Nordkorea und Kuba und so weiter enden lässt, sondern bei einer idealen, ja vielleicht sogar am Ende einer idealen demokratisch-kommunistischen, urkommunistischen Lebensform und Gesellschaftsform enden lässt. Aber auf behutsame demokratische Weise und nicht auf diktatorische Weise. Am Ende, niemand will, die Professoren lehnen jede Form der Vorschriften und der diktatorischen Beeinflussung von Menschen ab. Alles muss auf demokratischen Wege, müssen wir alle gemeinsam den Kapitalismus beenden und verlassen. Und dazu gibt es auch 56% der Wählerstimmen, also in einer simulierten Bundestagswahl hatten 56% der Wähler diese sanfte Beendigungsschritte, die ersten Schritte der Beendigung, sanften Beendigung des Kapitalismus, zum Beispiel auch der Gesundheitsreform und so weiter, haben dieses begrüßt. Also liebe Fridays for Future Streikteilnehmer, liebe Klimastreikteilnehmer, jetzt am Freitag, dem 29.11., bitte lasst euch nicht mehr von wenigen verwirrten Saboteuren innerhalb der Orga-Teams von Fridays for Future, lasst euch nicht mehr das Thema vorenthalten, 900 Milliarden fürs Klima, Kohlestopp 2026 durch die Scientists for Future 2, also II am Ende, Scientists for Future II beim Googlen. Und geht hin und bittet um die Mikrofone und sprecht darüber. Also, und an die Saboteure bitte noch einmal der liebe Rat, euer Mangel an Allgemeinbildung, eure Verwirrtheit, euer Mangel an wissenschaftlicher Lebenserfahrung ist gerne entschuldigt. Handelt einfach nur demokratisch.
lass die 1,4 Millionen Menschen, die für euch auf die Straße gehen, lass die mitentscheiden und lass die demokratisch entscheiden, ob sie die 900 Milliarden fürs Klima annehmen wollen, ob sie den Kohlestopp 2026 annehmen wollen, ob sie wollen, dass das Thema in den großen Medien wird, dass Luisa und Greta das zum großen Thema machen in den Medien und die Scientists for Future 2 in die Großmedien mitnehmen oder nicht. Und macht, verfügt das nicht und handelt nicht als Saboteure, die quasi undemokratisch über 1,4 Millionen Menschen hinweg entscheiden. Da wäre ich dann sehr dankbar. Also, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich hoffe, dass wir am 29.11. viele Menschen haben, die auch wirklich sagen, wir wollen das 900 Milliarden Euro Angebot und den Kohlestopp 2026 annehmen und wollen da in eine aktive Kooperation eintreten, wo wir doch schon so viele Kooperationen hatten mit so vielen Leuten, die alle nichts gebracht haben, wollen wir jetzt mal sozusagen unseren Einfluss auf die Großmedien nutzen, indem wir über diskutieren, kontrovers diskutieren, ist das 900 Milliarden Euro Angebot der Kohlestopp 2026 ein gutes Angebot für die gesamte Fridays for Future und Greta Thunberg Bewegung, oder ist es kein gutes Angebot? Und wenn dann man mehrheitlich zu dem Schluss kommt, dass es kein gutes Angebot ist, dann ist es halt demokratisch abgelehnt worden. Aber lasst erstmal alle 1,4 Millionen Menschen darüber nachdenken. Das ist Demokratie. Ich hoffe, ihr wollt nicht die Demokratie abschaffen. Denn die Scientists for Future 2 wollen Demokratie verbessern und vermehren, mehr Demokratie. Aber sie sagen, wir dürfen den Kapitalismus nicht beenden und dabei die Demokratie verschlechtern noch. Wir haben sowieso nur eine schlechte Demokratie. Wir müssen die Demokratie wesentlich verbessern. Aber wir dürfen den Kapitalismus nicht abschaffen und dann dadurch wieder eine Diktatur eröffnen. Das wäre der Irrweg. Ja, ich hoffe, es war alles verständlich. Also dann bis Freitag. Greift euch die Mikrofone, sprecht mit den Orga-Teams und bittet um die Mikrofone und sagt, warum diskutieren wir bisher nicht weltweit über das 900 Milliarden Angebot für Deutschland und den Kohlestopp, das Kohlestopp 2026 Angebot der Scientists for Future II. Scientists for Future 2. Bis bald, tschüssi.